Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, liebe Kollegen, lieber Vorsitzender. Ich möchte jetzt auch aufgreifend die Frage des Kollegen eben zur Sicherheit von Isofluran bei Patienten mit kardiogenem Schock referieren. Dazu muss ich sagen, die Kollegen, mein Vorsitzender und Kersten, mein Vorredner, haben schon enorme Erfahrungen, was die Methodik angeht. Wir haben tatsächlich erst Ende Oktober, also am 29. Oktober letztes Jahr, haben wir mit Isofluran begonnen. Das lag halt einfach daran, dass die Philips-Gasmessgeräte eben auch sehr teuer sind und wir die erst dann uns angeschafft haben. Das sind meine Interessenkonflikte. Was ist der kardiogene Schock? Der kardiogene Schock ist eine Linksherzinsuffizienz, meistens mit Lungenödem, gekennzeichnet durch eine Hypotension mit einem systolischen Blutdruck unter 90 mm Hg für mindestens 30 Minuten oder den notwendigen Einsatz von Vasopressoren oder von mechanischen Kreislaufunterstützungssystemen, um diesen Perfusionsdruck aufrechtzuerhalten. Ein Herzindex unter 2,2 Liter pro Minute pro Quadratmeter Körperoberfläche oder ein Pulmonalkapillardruck über 15 mm Hg, gemessen zum Beispiel im Pulmonaliskatheter, und Zeichen der Endorganhypoperfusion mit Nierenversagen, einem Laktat über 2 Millimol pro Liter, blasse Haut und einem verwirrten Patienten. Wie gerade schon angenommen, ist die häufigste Ursache eines kardiogenen Schocks in der westlichen Welt der akute Myokardinfarkt mit mindestens 50%, wenn nicht bis 75%, publiziert in Studien. Warum ist das so wichtig? Warum wollen wir uns jetzt kardiogene Schockpatienten anschauen? Der akute Myokardinfarkt ist in der westlichen Welt immer noch eine der häufigsten Todesursachen, und 5 bis 10% aller Patienten mit akutem Myokardinfarkt entwickeln einen kardiogenen Schock. Und dieser war in der Ära vor der Corona-Intervention mit einer extrem hohen Sterblichkeit assoziiert, zwischen 70 und 85%. Als dann die flächendeckende Etablierung der Corona-Intervention und die Reperfusion des Zielgefäßes dann durchgeführt werden konnte, sank die Sterblichkeit, und sie liegt im Moment bei immer noch sehr hohen 40 bis 53% in den aktuellen großen Studien IABP-Schock 2 und Kalbrit-Schock. Wohlgemerkt, das sind hier die 30-Tage-Sterblichkeit, also fast 50%. In unserem eigenen Schockregister lag die 2014 bei 43%. Was passiert im kardiogenen Schock mit oder ohne Myokardinfarkt, mit oder ohne Reanimation? Führt die Schockspirale zum Tod des Patienten, wenn man ihn nicht behandelt, und Meilensteine die wichtigsten Therapieprinzipien sind natürlich die Intensivtherapie mit einer adäquaten Katecholamin- und Volumentherapie über die Zeit. Und die einzige nachgewiesene sterblichkeitsverringernde Maßnahme ist die sofortige Revaskularisation des Zielgefäßes, die zu einer geringeren Sterblichkeit zum 6-Monats- und 12-Monats-Zeitpunkt in der großen Schockstudie in den 90er Jahren publiziert wurde. Wann und ob wir mechanische Kreislaufunterstützungssysteme benötigen, ist unklar. Es gab noch keinen Hinweis in großen randomisierten Studien, dass es zu einer Sterblichkeitsreduktion dazu führt. Und unser gemeinsames Ziel ist es ja, einen neurologisch gut überlebenden Patienten zu erreichen. Und natürlich gehört die Sedierung zur Behandlung des kardiogenen Schocks dazu. Und hier steht uns jetzt an unserer Klinik erst seit kurzem, aber seit einem halben Jahr, jetzt die Isofluran-Narkose zur Verfügung. Und ich möchte jetzt auch auf publizierte Studien eingehen und mit der größten beginnen. Das war Kranich et al. 2016. Hier wurden 110 Patienten mit Isofluran-Narkose behandelt und diese auch retrospektiv mit einem gematchten Kollektiv verglichen. Wir sehen hier auf der linken Seite die Dauer der Beatmung. Sie sehen hier die Isofluran-Narkose und rechts die Standard-IV-Narkose. Und Sie sehen, dass das Kollektiv der Isofluran-Narkose eine um 100 Stunden reduzierte Beatmungsdauer hat, und die Dauer des Intensivaufenthaltes, die Sie hier im rechten Dia sehen,
da zeigt sich auch eine unglaubliche Verkürzung von 4,5 Tagen zwischen diesen beiden Kollektiven. Natürlich retrospektiv und nicht randomisiert, also letztendlich in der Aussage trotzdem eingeschränkt. Aber wir haben also einen Hinweis in der größten Studie mit 110 Patienten unter Isofluran, diesen Hinweis, dass wir hier eine deutliche Verkürzung der Beatmungszeit und auch der Intensivaufenthaltsdauer sehen. Es gibt auch noch andere Studien. Ich zeige nur eine. Es ist eine kleinere Studie mit 36 Patienten aus dem letzten Jahr, Staudacher et al. Die haben in ihrem kleineren Kollektiv mit den 36 Patienten haben sie hier keinen Unterschied in der Beatmungsdauer gesehen, bis zur Spontanatmung, die Zeit bis zur Spontanatmung. Und hier sehen Sie die Dauer der mechanischen Beatmung. Da sehen Sie keinen Unterschied. Aber warum ich die Studie zeige, ist, und das ist auch die Frage, beantwortet auch oder statistisch die Frage des Kollegen, wir sehen hier die Adrenalindosis, also die Noradrenalindosis, die ist signifikant höher in der Isofluran-Gruppe. Ja, also was auch zu erwarten war, aber jetzt ist es hier schwarz auf weiß einmal gezeigt. Und wir sehen aber auch einen enorm positiven Effekt, dass wir Sulfentanyl einsparen in der Analgosidierung und wir haben signifikant weniger Sulfentanyl im Gebrauch in der Isofluran-Narkose. So, wir haben jetzt also am 29. Oktober angefangen mit der Behandlung. Wir haben bisher 33 Patienten im kardiogenen Schock mit der Anaconda behandelt und wir haben das prospektiv ausgewertet. Unser Standardpatient, also unser Mittelwert des Alters ist 56 Jahre. Der Großteil der Patienten, also 3/4 sind Männer, aktive Raucher, 40%, 10% haben Diabetes, eine vorbestehende KHK, 42% und ein geringer Teil hat einen vorbestehenden Schlaganfall oder eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Jetzt zeige ich Ihnen schon Teile der Ergebnisse. Also der Großteil unserer Patienten mit kardiogenem Schock hat einen infarktbedingten kardiogenen Schock, also ca. 60%. Fast alle Patienten haben Katecholamine bei Aufnahme. Das Laktat bei Aufnahme ist deutlich erhöht mit 8 Millimol pro Liter. Die Länge des Intensivaufenthaltes in der Kohorte mit Anaconda behandelt ist 9,5 Tage. Die Beatmungsdauer der Gesamtkohorte ist 196 Stunden. Und natürlich logisch, dass überlebende Patienten bei uns auch deutlich länger beatmet werden müssen, weil natürlich die Patienten mit schlechter Prognose natürlich früher versterben. Also Isofluran hat bei uns eine Beatmungsdauer von 263 Stunden bei Überlebenden. Fast die Hälfte der Patienten bei uns werden dilatationstracheotomiert und wir haben eine erwartbar hohe Sterblichkeit unserer Kohorte bei fast 50%. Jetzt haben wir unsere 33 Patienten in unserem Register, das wir an unserer Klinik seit letztem Jahr aufgebaut haben, einmal gematcht mit dem Kollektiv vor Oktober 2018. Und was wir schon mal sagen können, auch aus einer beschränkt kleinen Patientenzahl, dass es auf keinen Fall zu einer Übersterblichkeit kommt durch den Einsatz der blutdrucksenkenden Wirkung des Isofluran. Wir sehen sogar, dass die Sterblichkeit der Patienten ohne Isofluran, also mit der konventionellen IV-Sedierung, tendenziell kleiner ist. Das ist natürlich kein signifikanter Unterschied. Jetzt habe ich hier in dem Dia nochmal die großen Studien zu dem Gebiet bei Patienten nach extrahospitaler Reanimation oder kardiogenen Schock zusammengefasst. Wir haben jetzt insgesamt über 260 publizierte bzw. also dokumentierte, untersuchte Patienten, die mit Isofluran bei diesen Krankheitsbildern untersucht worden. Herr Kersten war tatsächlich die erste Arbeit schon sehr früh Patienten untersucht zwischen 2011 und 2012. Er konnte hier noch keinen Vergleich zwischen in der Beatmungsdauer durchführen. Und dann hier die größte Studie von Kranich et al. Nochmal 110 Patienten, signifikant kürzere Beatmungsdauer und signifikant geringerer Intensivstationsaufenthalt. Hier eine in der größten Studie eine hohe Sterblichkeit, also repräsentativ 46% Sterblichkeit. Staudacher schon die kleinere Studie und die Studie, die Herr Kersten
gerade uns demonstriert hatte, bei 51 Patienten mit Isofluran haben wir auch signifikante Reduktion der Beatmungsdauer, ebenfalls mit einem repräsentativen Sterblichkeitsanteil von 42%. Und wir haben jetzt, wir können unseren kleinen Beitrag dazu zeigen, aber noch ohne Vergleich der Beatmungsdauer. Ich kann Ihnen jetzt schon vorweg sagen, dass wir in unserem kleinen Kollektiv hier keinen Unterschied in der Katecholamindosierung sehen. Wir sehen auf keinen Fall, dass isofluran-behandelte Patienten im kardiogenen Schock mehr Katecholamine brauchen. Das sind vorläufige Daten. Und ich ende jetzt mit meinem Vortrag und bedanke mich für die Gelegenheit und kann Ihnen nur sagen, dass wir jetzt seit Oktober die Isofloran-Narkose mit der Anaconda extrem häufig einsetzen. Es für uns ein extrem sicheres Verfahren ist, ohne große Nebenwirkungen. Und es ist sicher und es ist sehr gut steuerbar durch den Gasmonitor. Vielen Dank. Applaus